Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich sitze hier am See, es ist wirklich noch total sonnig. Bisschen der Wind jetzt gekommen. Ja, und ich wollte mal mit euch ein paar Gedanken über die Seele teilen. Irgendwie sprechen alle über Seele. Seele ist überall. Seelengeführt, Seelenbusiness, Seelenreadings, Heilung der Seele. Keine Ahnung, was alles hier in welchem Zusammenhang überhaupt immer mit der Seele, über die Seele gesprochen wird. Und dabei bin ich mir ganz, ganz sicher, dass jeder irgendwo eine andere Vorstellung hat, wenn er über Seele spricht oder sich Gedanken über die Seele macht. Was denkt denn ihr, was die Seele ist? Was glaubst du? Was verbindest du mit dem Wort Seele? Was ist Seele für dich? Ja, es gibt so viele Ansätze und für mich war das nie so klar. Ja, ich manifestiere aus meiner Seele heraus. Okay, gut. Aber wer ist deine Seele? Wer bist du im Vergleich zu deiner Seele? Und viele, viele machen Seelenheilungen. Viele haben die Vorstellung, dass irgendwie die Seele nicht heil ist, dass die Seele einen Plan hat, dass die Seele einen Plan hat, in dem sie einen prüft und in dem sie einen vielleicht auch straft und dass man da ausgeliefert ist. Lauter so unfreie Gedanken hat man. Und ich kann das alles gar nicht glauben, weil das hört sich für mich alles so nach menschlichem Denken an. Ja? Weil wenn ich unterscheide zwischen dem, was ich hier gelernt habe, was die Menschen so sagen, was die Menschen so behaupten, dann ist es alles ziemlich unfrei, dann ist es alles so eingeschlossen. Ja, dann bedeutet es nicht, dass ich unendliches Potenzial habe, dann bedeutet es nicht, dass ich hier auf der Welt bin, um zu kreieren, um zu erschaffen und zu erschöpfen. Weil wenn irgendein Teil von mir, der eben scheinbar Seele ist, der eben scheinbar spirituell ist, der eben scheinbar viel, viel mehr ist, als ich mir vorstellen kann, als ich meinen Kopf, meine Gedanken, das, was ich jemals gelernt habe und erfahren habe, aus der Sicht heraus, dass ich ein menschlicher Körper bin, das sind doch zwei verschiedene Stiefel. Ich kann doch nicht aus der Sicht heraus, dass ich ein menschlicher Körper bin, meine Göttlichkeit, meine Seele, meine Spiritualität, mein nicht-physikalisches Sein so dermaßen einschränken, als sei es so beschränkt wie mein menschliches Sein, wie mein menschlicher Körper. Dann habe ich es doch irgendwo noch nicht ganz richtig verstanden. Wenn ich als Mensch mich sehe, wenn ich mich als Mensch verstehe, wenn ich mich als eingeschränkte Entität, Einheit, Wesenheit, die eben sich mit ihrem Körper verbindet und ihr Körper ist und ihr Denken quasi in der Art und Weise ist, in der ich es gelernt habe, dann ist ja gar kein Unterschied. Dann stülpe ich doch eigentlich diesem Wort Seele ein menschliches Kleid über, ein menschliches Denken, menschliche Überlegungen, ja. Und für mich ist eigentlich die Lösung, jetzt wird es ganz schön windig, ich hoffe, das windet nicht so sehr, für mich ist eigentlich die Lösung, dass ich das eben erkenne, dass ich hier, dass mein menschliches Wesen, mein menschlicher Kopf, meine menschlichen Gedanken haben, die aus göttlicher Perspektive so nicht stimmen, die aus schöpferischer, aus der allliebenden, intelligenten Quelle, wenn du das Wort göttlich nicht magst, was sollte denn daraus entstehen? Glaubst du, daraus entsteht eine Seele, die sich einen Seelenplan des Leidens ausgedacht hat? Glaubst du, eine allliebende Intelligenz würde sich etwas ausdenken, was dich begrenzt, was dich beschämt, was dich ins Leiden bringt, was dir Krankheit und Armut bringt?
Glaubst du nicht auch, dass das einfach nur der Mensch ist, der das denkt, der sich mit seinem Körper verbindet, der meint, er ist dieser Körper, diese Knochen, diese Haut, dieses Gehirn, ja, dieses Gehirn, dieses Gelernte, dieses Übergebene, diese ganzen weitergegebenen Denk- und Verhaltensstrukturen, unser ganzes Regelwerk, was richtig und falsch ist, was man tun darf und was nicht, was man tun sollte. Glaubst du nicht vielleicht auch, dass es einfach eine Perspektive ist, die immer noch einengt? Und wenn du wirklich in diese höchste Perspektive gehen möchtest, in diese Perspektive, für mich die göttliche Perspektive, Gott und Seele und Quelle, perfekte Liebe, Fülle, Uneingeschränktheit, Unendlichkeit, reinstes, tiefstes Bewusstsein, in dem keine Urteile und Beurteilungen sind, das ist für mich alles das Gleiche. Und je mehr und mehr ich lerne, aus dieser uneingeschränkten Perspektive herauszudenken, desto mehr verstehe ich, wer ich wirklich bin. Und desto mehr erlaube ich mir, wirklich frei zu sein und frei zu denken. Ja? Und da wollte ich euch einfach mal noch einen Anstoß geben, weil es ist für mich so, so wichtig zu erkennen, dass es nur unser Denken ist, das alles erschafft. Neville Goddard sagt es. Oder? Deine Vorstellungskraft ist Gott. Und das erschafft alles. Das, was du dir vorstellen kannst, was du glaubst und was du denken kannst, erschafft deine Welt. Verschafft dein Leben, erschafft dich, erschafft deinen Körper, erschafft dein Umfeld. Alles. Alles entsteht aus deiner Vorstellungskraft. Und wenn du deine Vorstellungskraft erweiterst, eben deswegen ist Vorstellungskraft und Bewusstsein ist für mich auch nicht anders. Und dieses Unterbewusste, was man manchmal glaubt oder manchmal so tut, als sei das die Seele, das ist das Unterbewusste, das ist einfach dieses programmierte, gelernte, übernommene, übertragene, angenommene, nicht reflektierte, was ich glaube. Und wenn ich da raustrete und die Welt mit den Augen des Göttlichen, des liebenden Schöpfers, der sicher keine Einschränkungen und Hallo und keine Qual und sonst irgendetwas erschafft. Wenn du mehr und mehr versuchst, die Welt so zu sehen, dann erkennst du, dass alles, was einengend, beschränkend, krank dir vorbeigelaufen kommt, eigentlich gar nicht wahr sein kann, sondern dass das eine menschliche Wahrheit ist, eine eingeschränkte Wahrheit. Und wenn du da immer mehr und mehr diese neue große Perspektive in eine göttliche Intelligenz, die dich liebt und die einfach nur Fülle kennt, mehr und mehr gehst, dann wird dein Leben leichter. Und dann bist du zwar nicht mehr Mainstream, dann kannst du über diese Dinge, was ich dir jetzt hier erzähle, kannst du wahrscheinlich mit den wenigsten Menschen sprechen, die du kennst. Weil es so eine andere, größere, höhere Perspektive ist, die aus meiner Ansicht aber die einzige Wahrheit ist über unser Sein. Und alles andere, was uns klein und ausgeliefert und arm und eingeschränkt erscheinen lässt, ist aus meiner Sicht nicht die Idee, die göttliche Idee, mit der wir hier auf die Welt gekommen sind. Und ich glaube, in dieser Perspektive liegt auch die Heilung drin. Da liegt die Kraft drin, da liegt unsere Macht drin, da liegt unser ganzes Schöpferschein drin in dieser Perspektive. Aber in dieser kleinen menschlichen Perspektive, da ist keine Power, da ist nur Abhängigkeit, da ist nur Traurigkeit, Angst vorm Tod, Angst vor Verletzung, Angst vorm Versagen, Angst vorm nicht gut genug zu sein. Ehrlich, wer braucht denn das schon? In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich zeige euch hier nochmal, jetzt ist es wirklich windig geworden, jetzt muss ich hier verschwinden. Die schöne Bergwelt, sie ist rein, die Natur, ich denke nichts Böses über nichts und niemanden.
Warum sollten wir das tun? Hier, auch mein Hündchen denkt auch nichts Böses über nichts und niemanden, außer über mich, wenn ich ihr nichts zu essen gebe. Und sie meint, sie müsste die ganze Zeit futtern. Ja, es gibt immer Menschen, mit denen man sprechen kann. Es gibt auf jeden Fall immer Menschen, mit denen man sprechen kann. Aber letztendlich spricht jeder nur mit sich selber. Weil everyone is you pushed out. Everyone ist genau das für dich in dem Moment, was du denken magst, was du annehmen magst für dich. Es ist schön, wenn dir einer in Fleisch und Knochen als Spiegel dient, aber letztendlich kriegst du überall nur das zurückgespiegelt, was du gerade so reinspiegelst. Ob es halt jetzt so ein schöner Gedanke ist, dass man letztendlich doch allein ist, aber ja, wenn du dein Köpflein ausstellst und nicht mehr denkst, dann ist deine Welt auch nicht mehr da, oder? Ja, ihr Lieben, wir dürfen uns ein bisschen mit dem auseinandersetzen, was wir denken, weil nur da ist die Einschränkung. Alles, was du denkst, ist wahr. Alles, was du glaubst, ist so. Es ist halt so, das ist unsere Macht, das ist unsere Kraft. Und wenn wir in die einsteigen, 100%, dann wird's lustig. Also, schönen Sonntag!